Ja, hallo. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, Bürgerfernsehen Grünheide, mein erster Gedanke, was soll das denn? Mein zweiter Gedanke, wie jetzt? Aus unserem Gemeindesäckel werden da auch noch 100.000 Euro für locker gemacht. Das darf nicht wahr sein. Dann habe ich angefangen, mich ein kleines bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann mal ein bisschen weitergedacht und habe mir überlegt, wenn es unser Bürgerfernsehen nicht gibt, was haben wir denn? Wir haben die Möglichkeit, uns zu informieren aus Zeitungen, die sich in Wahrheit die Redakteure und die Journalisten nicht wirklich trauen, das zu schreiben, was sie gerne möchten, weil natürlich der Eigentümer bestimmt, was am Ende gelesen werden darf. Ähnliches gilt auch für unser öffentlich-rechtliches Rundfunk und Fernsehen. Auch da kriegen wir natürlich nicht das zu sehen und zu hören, was wichtig ist, sondern das, was die Politiker meinen, was wir zu hören und zu sehen kriegen dürfen. Und da ist natürlich der Gedanke, ein Fernsehen zu machen, von uns, für uns, mit uns, über uns, hier aus unserer Region, und zwar die Dinge, die da sind und die Dinge, die wahr sind, das ist doch nicht unflott. Und wenn man sowas anschubsen muss und dazu erst einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, dann ist das ja fast wie ein, ich will es jetzt nicht bedingungsloses Grundeinkommen nennen, aber es ist wie ein Grundeinkommen, welches erst einmal die Möglichkeit eröffnet, kreativ was zu machen. Ich denke also und hoffe es mir, dass hier bei uns Klarheit und Wahrheit rübergebracht wird. Das finde ich ganz toll und deshalb bin ich ganz froh und natürlich bin ich pro.